Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei L.A. Noir aus den 70er Jahren. Nein, Quatsch, 40er Jahren. Und mit Cole Phelps. So, wir sind jetzt unterwegs erstmal zum Polizeipräsidium. Und jetzt fahre ich schon hier... das geht ja schon mal gut los. So viel PS unter der Haube. So, wir werden uns erstmal auf den Weg machen zum Polizeipräsidium. Und werden mal gucken, ob keiner guckt da. Und werden mal irgendwie... beziehungsweise werden wir jetzt erstmal zum Polizeipräsidium fahren. Und wir haben da ja normalerweise eigentlich einen Verdächtigen, den wir nochmal befragen werden. Der natürlich... Oder beziehungsweise den wir eingebuchtet haben. Und ich habe so die leise Vermutung, dass vielleicht eventuell was mit denen da sein kann, damit wir in diesem Fall weiterkommen. Deswegen werden wir jetzt erstmal Schnauze hinfahren. Da sind wir auch schon. So. Und da sind wir auch schon. Ja, diesmal sind wir selber gefahren. Und haben nicht unseren Kollegen fahren lassen. Muss ja auch mal sein. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, wo wir den haben oder wie wir ihn, wo wir ihn finden. Ist er vielleicht hier drinne? Nee. Hier ist er nicht drinne? Gut. Oh, ey. Ständig immer dieser scheiß Kollege hier im Weg. Mal ganz ehrlich, das ist so ein kleines No-Go, was mich an diesem Spiel so stören tut. Dass immer ständig die Kollegen immer im Weg stehen müssen. Komme ich hier nicht rein? Okay, da komme ich also nicht rein. Aus dem Weg. Komme ich hier rein? Auch nicht. Hm, steckt der denn? Da ist zu. Wir müssen ja nicht nach oben, wir müssen irgendwie nach unten. Der ist doch, glaube ich, irgendwie... ins Kittchen gebracht worden. Was ist er dafür einer? Kenne ich nicht. Exit geht da hinten lang. Ah, hier geht's nach unten. Okay. Servicebereich. So, aber mal gucken, ob er hier irgendwo... Ne, ich glaube, hier unten ist, glaube ich, kein Knast, oder? Wo haben sie den denn hingebracht, sag mal? Na, ich denke mal, wir werden hier mal alles abklappern müssen. So, na, hier kann er ja auch nicht drin sein. Plant Room. Guten Tag. Okay. Hier ist wieder keine. Dann gehen wir mal hier weiter. Da kommen wir nicht raus. Ach ja, ist das schön. So, hier sind natürlich auch noch Türen, die wir mal unter die Lupe nehmen. Hier unten können wir leider nicht schneller laufen. Lockerroom. Ah, hier ist Umkleideraum. Und WC. Auch WC wird er nicht sein. Komm, raus hier. Wir können hier leider nicht schnell laufen. Habe ich ja schon erwähnt. Weil wir ermitteln ja immer noch in unseren Fall. Hey, there's such a thing as soap, you know? Sind die denn eigentlich? Oder besser gesagt, wo haben sie den denn untergebracht? Den wir fragen können. Whoa! Easy!
Was denn? Ist er hier drinne? Ja, hier ist eine... Oh, hier ist Krankenstation. Ist er das nicht? Nein, das ist er nicht. Oder? Also hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nur wieder raus. Nee, wir wollen ja nicht raus. Wir wollen ja drinnen bleiben. Hier können wir wieder laufen. Das ist komisch. Son, guten Tag. You're a couple of shingles short of a full roof. Kollege, sauf nicht so viel Wasser, das ist eh nicht gut. Das weicht nur das Hirn auf. Da trinkt er gar nicht. Der hebt ja bloß. Wo ist er hier? Ein rohes Tier? Komisch. Hier waren wir ja schon. Oh, hier geht's ja wieder raus. Ach, ey. Müssen wir mal hochgehen? Chef scheint wohl auch hier nicht im Raum zu sein, oder? Oh doch, der ist da. Can we discuss this later? Können wir das später besprechen? Wieso später? Du stehst so ich hier bloß dumm rum. Ja, ist es schön, wenn wir jetzt hier wieder durch die Gegend irren. Das tut mir echt leid, liebe Freunde. Vielleicht liege ich damit meine Vermutung aber auch schon wieder verkehrt. Wo haben sie den Typen hingebracht, den wir eingebuchtet haben? Okay, girls, who stole my cigarettes? Good looking for a policeman. Äußerst mehr komisch finde ich das Ganze. Lass mich mal daran. Okay. Muss er doch irgendwo unten sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Und was macht er hier? I need a drink. I got the jitters again. Er schreibt sich irgendwas auf, was keine Sau hier machen tut. Help me out. Back to Angel's joint, Phelps. I can guarantee we can make a cop to the whole thing. Aha. In the bathtub and they've taken one of his fingers. Also in der Bude sollen wir noch mal suchen, sagt mein Kollege hier gerade zu mir. Ich kann das irgendwie nicht glauben, dass hier wirklich nichts mehr ist. Beziehungsweise wo der hin ist. Müssen sie doch irgendwo, weil er stand doch vor dem Kittchen, also vor der Zelle, wo er doch da drin saß. Hat ihn doch da reingeschmissen, mein Kollege. Und jetzt will ich eigentlich wissen, wo der ist. Son, you're a couple of shingles short of a full roof.
Aber was sagt er hier? Was hat er? Magen-Darm-Probleme? Ja, ist er ja hier genau richtig. Hier ist übrigens auch wieder eine Zelle und da kommen wir gar nicht rein, wa? Können wir mit der sprechen mit der Schwester? Auch nicht. Hier nochmal reingehen. So. Calling you stupid would be an insult to stupid people. Was für eine? Okay. Also hier ist echt nichts mehr. Also das ist komisch. Muss ich nochmal hier mal auf die Karte schauen. So. Eldorado. Und dann das Wohnung. Antonias Wohnsitz. Komisch. Was sagt mein Kollege hier nochmal? Ich muss den nochmal anquatschen. Wo ist er? Ey, Rusty, wo bist du? Wo steckt der denn schon wieder? Ach, da kommt er. Nicht mehr so in Form, mein Guter, wa? What do you think? Was denkst du? Advice? Back to Angel's Joint, Phelps. I can guarantee we can make a cop to the whole thing. Angel's Bude. Ort. Antonias Wohnsitz. Justin Pickett Obst. Markt. Malandras Wohnung. Okay, dann fahren wir da nochmal hin. Okay, das war das andere. Malandras.